So, jetzt zum zweiten Preis, Töten per Joystick. John Cantaras und Michael Frenzes Filmdokumentation Töten per Joystick räumt gründlich mit der Legende auf, mit Drohnen könne ein klinisch sauberer Krieg geführt werden. Die Wort- und Bildbelege, die diese ARD-Dokumentation liefert, sind erdrückend. Fast immer sind unschuldige Zivilisten unter den Opfern, und zwar bis zu 98%, wie eine Studie der Stanford Law School erbracht hat. Wir reden von 3.000 bis 3.500 Unschuldigen, die durch diese Art der Kriegsführung zu Tode kommen oder schwer verletzt werden. Text und Bild, diese Ebenen sind hier ganz eng verknüpft in diesem Film. Wir hören von der technokratischen Verbrämung, die Drohnen genießen, Zitat, sie sollen präzise schießen und Zivilisten schonen. Sie haben genau diese Szene gerade gehört und gesehen. Und dann das unscharfe Militärvideo aus der Drohnenkamera. Ein Menschenpulk auf der Straße wird sichtbar und wie er dann in einer Explosionswolke verschwindet, wie die Menschen vernichtet, ja ausgelöscht werden. Man erkennt, für den Drohnenpiloten war es in Wahrheit ununterscheidbar, wer Zivilist war, wer Frau, wer Kind oder vielleicht Taliban. Und doch wird die Legende vom chirurgischen Schlag weiter verbreitet. Der Autor und Regisseur John Cantara und sein Producer Michael Frenzel zeigen präzise, wie Drohnen von der US-Regierung als fliegende Guillotinen gegen mutmaßliche Terroristen eingesetzt werden. Prophylaktische Tötungen sind das ohne Gerichtsverfahren. Zuletzt hat es einen deutschen Staatsbürger marokkanischer Herkunft getroffen. Benjamin Erdogan starb bei einem Drohnenangriff in Pakistan. Dieser Fall wird in diesem Film aufgerollt. War er dort, um terroristische Akte vorzubereiten? Die Autoren schließen es nicht aus, sehen aber keinen Beweis, nur Indizien. Und selbst wenn, kein Grund, einen jungen Mann von Anfang 20 per Joystick hinzurichten. Der deutsche Bauer Friedhelm Bleckmann, auf dessen Hof bei Wuppertal Benjamin ausgeholfen hatte, klagt im Film den deutschen Staat an. Das gehört zu den starken Momenten, an denen dieser Film so reich ist. Ein anderer, der deutsch-amerikanische Stanford-Jurist Stefan Sonnenberg seziert in schönstem Schwäbisch die politische, rechtliche und moralische Fragwürdigkeit des amerikanischen Drohneneinsatzes. Und wir begegnen dem pakistanischen Opferanwalt Shahzad Akbar, der eben nicht behauptet, die US-Luftwaffe sei so zynisch und blutrünstig, alte Bauersfrauen auf dem Feld umzubringen, der aber unermüdlich nachweist, dass es dennoch geschieht und dass es immer wieder Unschuldige trifft, darunter auch viele Kinder. Der Film erläutert differenziert die völkerrechtliche Problematik dieser neuen Kriegsführung aus der Ferne. Er präsentiert mehrere Experten zum Thema, lässt auch Verteidigungsminister de Maizière, der sich hier nicht verweigert hat, zu Wort kommen und vermeidet in Respekt vor der Komplexität, auch vor dem Ungeklärten, eindeutige Schuldzuweisungen. Ein exzellenter Fall von politischem Fernsehjournalismus ist das, übrigens aus dem Hamburger Hause Echo Media, der Adresse für zeitanalytisches Qualitätsfernsehen. Mein herzlicher Glückwunsch und mein Dank als aufklärungsinteressierter Fernsehzuschauer geht an John Cantara und Michael Frenzel. Beide bitten wir auf die Bühne. Zum Glückwunsch. Kommen Sie zu mir.
Dass im Drohnenkrieg auch Zivilisten ums Leben kommen, das ist keine neue Erkenntnis, aber dass es bis zu 98% sein könnten, das habe ich in Ihrer Dokumentation erfahren. Hinter jedem getöteten Zivilisten steht ein Schicksal, eine Geschichte. Übrigens nicht nur auf der Opferseite, sondern wir haben es gesehen, ja auch auf der Seite derjenigen, die Kampfdrohnen steuern. Welche Geschichte hat Sie am meisten bewegt in dieser Geschichte? Ja, ich glaube, natürlich ist die Opfergeschichte natürlich sehr, sehr bewegend, weil man, als ich in Pakistan war, in Islamabad, mit dem Opferanwalt gesprochen habe und da wirklich dann auch die Reste der Raketen gesehen habe, die als Beweismittel gesammelt wurden. Also da ist einem schon klar geworden, was da passiert. Das ist sehr bewegend. Aber auch der Drohnenpilot, den wir in Montana in den USA besucht haben, den Brandon Bryant, ein Mann, der gezeichnet ist von dem, was er getan hat. Der ist mit 19 in die Air Force gegangen und hat für sein Land kämpfen wollen und ist dann ehrenhaft entlassen worden mit einer schrecklichen Zahl, nämlich dass er 1600 Menschen getötet hat, 1600 confirmed kills. Und das ist etwas, was ihn, glaube ich, sehr, sehr fertig macht, heute noch fertig macht. Und ein sehr beeindruckender junger Mann, finde ich, weil er sich wirklich getraut hat, rauszugehen, an die Öffentlichkeit zu gehen und uns auch seine Geschichte zu erzählen. Denn ohne ihn hätten wir diese Belege auch gar nicht. Ja? Mhm. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Und er wird von seinen ehemaligen Kameraden doch sehr angefeindet deswegen. Ist das so? Ja, das ist so. Als halt Nestbeschmutzer. Und das muss man eben auch sehen. Das ist ein sehr mutiger junger Mann, der da zu uns gesprochen hat. Sie sagen in Ihrer Reportage, der geheime US-Krieg in Pakistan lebt von Desinformation. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie mit einigen Hindernissen zu kämpfen hatten bei Ihren Recherchen. Bevor ich vielleicht auf die Frage eingehe, möchte ich kurz was vorwegschicken. Anders als bei den sehr geschätzten Printkollegen ist es ja bei uns im Fernsehen so, dass das so ein Film nicht nur von einem oder zwei zustande kommt, sondern eine ganze Menge Leute daran mitarbeiten. Und ich möchte das auch gerne zum Anlass nehmen, da mal Dankeschön zu sagen. Also ich denke, wir sprechen da aus einem Munde. John, wenn wir zunächst natürlich der Jury danken für diesen tollen Preis. Aber der Dank gilt auch der Redaktion Norbert Hahn vom WDR, der uns sehr viel Vertrauen geschenkt hat bei dieser Produktion. Der Dank gilt aber auch vor allem den Mitarbeitern, Kollegen von Ecomedia, Heike Goller, Susanne Zimmermann, unserem Cutter Marcel Martens. Ganz wichtig, Sie haben es in der Präambel stehen, Darstellungsformen, die Maßstäbe setzen. Da sind auch solche Leute wichtig und gehören dazu zum Team. Ganz besonders möchte ich aber dann auch Stefan Lambi danken, dem Produzenten von Ecomedia, nicht nur für seinen journalistischen Rat, den er immer wieder eingestreut hat und sich beteiligt hat, sondern vor allem für sein journalistisches Verantwortungsbewusstsein allen Beteiligten gegenüber. Und ich denke, da kannst du mehr nochmal zu sagen, John, was das bedeutet bei dieser Produktion, Dreharbeiten in Pakistan, in den USA und so weiter und so fort. Also vielen Dank. Ja. Das schließe ich mir natürlich an. Ja, soll ich da was zu sagen? Ja gut, also es ist natürlich so, dass manche Gegenden der Welt nicht sicher sind, auch für uns Journalisten nicht sicher sind. Und Pakistan im Moment, Islamabad im Moment ist nicht sicher. Wir haben uns sehr Gedanken darüber gemacht, kann man da eigentlich hinfahren? Ausgeschlossen war es, dass wir nach Waziristan fahren, da geht keiner, da kommt kein Journalist rein. Aber selbst nach Islamabad zu fahren, selbst in die Gegend um Islamabad herum ein bisschen rumzufahren, das ist nicht so ganz ohne. Und mein guter Freund Stefan Lambi hat mir eigentlich verboten, das Hotel richtig zu verlassen. Habe ich mich nicht dran gehalten, aber immerhin, es ist so, dass er hat da sehr, sehr drauf geachtet, dass uns nichts passiert. Ja, das ist schon sehr wichtig, weil man kann nicht einfach blind in irgendeine Geschichte reinstolpern. Das war wichtig.
Nun denkt ja auch die Bundeswehr über den Einsatz von Kampfdrohnen oder die Anschaffung erstmal von Kampfdrohnen nach. Nach Ihren Recherchen, was Sie jetzt so gesehen und gehört haben, wie würde das den Charakter der Bundeswehr verändern? Schwer zu sagen. Vor allem, weil das eine Technologie ist, die, ich denke, nach unseren Recherchen zeigt, wo man sehr genau hingucken muss. Was kann sie, was tut sie? Gerade weil diejenigen, die sie in den Händen haben, sehr verschlossen sind. Also wenn wir hier, der Beitrag hat es, glaube ich, gezeigt in der Kürze, das Land, das sie am meisten einsetzt, die USA, da führen Geheimdienste Kriege. Und wenn das der Fall ist, dann ist es natürlich sehr schwer heranzukommen an Informationen über Einsatzregeln etc. Ja. Ob das bei der deutschen Bundeswehr genauso sein würde, also es wird bestritten, aber es ist anzunehmen, dass eine solche Technologie Kriegsführung auch verändert. Und ich denke, ganz wichtig ist hier, und ich hoffe, dass der Film so ein bisschen diese Ambivalenz auch zeigt, dass man sicherlich ja auf der einen Seite behaupten kann, ja, Drohnen, wenn es darum geht, unsere Jungs dort zu verteidigen, ja, sollen sie helfen. Und da sind sie präziser als vielleicht ein Jet, der eine Bombe oben drauf schmeißt am Ende einfach und nicht genau hinguckt. Aber ich denke am Ende, mit der steigenden Präzision, und ich sage nicht, dass sie wirklich präzise ist, diese Waffe, aber mit der steigenden Präzision entsteht auch eine größere Verantwortung, denke ich. Denn indem man sieht, was dort passiert, muss man unterscheiden und ich denke auch Einsatzregeln klar machen. Und von diesen Einsatzregeln haben wir bislang noch nichts gehört, auch wenn der Verteidigungsminister die Diskussion anregen möchte. Aber, ja. Das möchte ich nochmal unterstreichen, weil ich glaube, wir sind, auch wir hier in unserer Redaktion, sind nicht per se gegen Drohnen, ja, oder den Einsatz gegen von Drohnen, sondern die Frage ist wirklich immer wieder, was sind die Regeln? Und die steckt, glaube ich, muss man nochmal sagen, wenn der Präsident des Bundesverfassungsgerichts da ist, das Grundgesetz, das setzt die Maßstäbe. Und das Grundgesetz erlaubt keine extralegalen Tötungen. Das Grundgesetz erlaubt nicht, dass man irgendwo hinfliegt und eine Waffe einsetzt, ohne ja, einen Verbrecher jagt, sozusagen mit einer Drohne. Das geht nicht. Und das ist uns sehr wichtig gewesen bei diesem Film. Das lassen wir jetzt so stehen. John Cantara, Michael Frenzel, herzlichen Glückwunsch und vielen Dank.